Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Gleichstellung von WLAN-Anbietern, auch von privaten mit klassischen Zugangsprovidern, ist ein riesiger Schritt nach vorne. Wir schaffen damit Rechtssicherheit, und wir schaffen es eben schon, diese Rechtssicherheit für diejenigen, die sich bislang aus Sorge, etwa vor teuren Abmahnungen, dagegen entschieden haben, WLAN anzubieten. Und wir erfüllen damit unseren eigenen, im Koalitionsvertrag formulierten Anspruch, der da lautete, die Potenziale von lokalen Funknetzen als Zugang zum Internet im öffentlichen Raum müssen ausgeschöpft werden. Und ich denke hier vor allem an die riesigen Potenziale, die etwa im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Tourismus oder auch im Verkehrsbereich stecken. Überall dort werden digitale Anwendungen in Zukunft weit einfacher den Nutzern zugänglich gemacht werden. Insofern ist der heutige Tag ein richtig guter für den Digitalstandort Deutschland. Im Laufe des parlamentarischen Verfahrens standen für uns neben den Potenzialen, die es zu heben gilt, eben auch das Thema Sicherheit im Mittelpunkt. Und das in dreierlei Hinsicht. Zum einen eben Rechtssicherheit für die WLAN-Anbieter und damit die Gewähr vor teuren Abmahnkosten und vor Schadenersatz geschützt zu werden. Zweitens die Sicherheit für Rechteinhaber, die auch weiterhin die Möglichkeit haben, Urheberrechtsverletzungen durch gerichtliche Anordnungen wirkungsvoll entgegenzutreten. Und drittens die Sicherheit für Nutzer von offenen WLAN-Verbindungen. Da war es sehr interessant, dass bereits wenige Stunden, nachdem die Einigung der Koalitionsfraktionen veröffentlicht wurde, eine große deutsche Tageszeitung sofort einen Artikel mit der Überschrift »So schützen Sie sich in öffentlichen WLAN-Netzen« veröffentlichte und gab darin den Hinweis, welche Gefahren und Risiken mit dem Surfen in öffentlichen Netzen verbunden sind. Und hier werden wir weiter Aufklärungsarbeit betreiben und die Nutzer sensibilisieren müssen, potenziell betrügerische Netzwerke zu erkennen, sichere Verschlüsselungen zu nutzen und sensible Daten eben nicht arglos zu kommunizieren. Darüber hinaus haben wir in einer Protokollerklärung auch die Bundesregierung aufgefordert, uns nach 2 Jahren eben einen Bericht zu geben, wie denn sich die WLAN-Ausbreitung entwickelt hat und wie es denn mit Rechtsverletzungen dann in dieser Zeit aussieht. Auch wenn es in der öffentlichen Diskussion also ausschließlich um das Thema WLAN geht, so regelt das Telemediengesetz aber nicht nur die Haftung von diesen Zugangsanbietern, sondern auch von Diensteanbietern, die zur Datenspeicherung Dritten eine technische Infrastruktur zur Verfügung stellen. Diese sogenannten Host-Provider genießen für die Ausübung ihrer Tätigkeiten Haftungsprivilegierungen, die jedoch bei Geschäftsmodellen, die sich im Wesentlichen auf Rechtsverletzungen stützen, in der Praxis zu gravierenden Problemen führen können. Und hier versuchte der Gesetzentwurf durch die Charakterisierung eines gefahrengeneigten Dienstes einen Weg zu finden, um Rechtsverstöße einfacher ahnden zu können. Wir haben die geplanten Maßnahmen und deren Auswirkungen im parlamentarischen Verfahren intensiv unter die Lupe genommen und die Konsultation sowohl der Rechteinhaber als auch der Internetwirtschaft hat ergeben, dass mit den geplanten Maßnahmen des § 10 TMG weder der einen noch der anderen Seite geholfen gewesen wäre. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, eben den Status quo zu belassen. Und mit dem Koalitionspartner haben wir uns stattdessen darauf verständigt, die Bundesregierung aufzufordern, sich auf europäischer Ebene für eine Überarbeitung des Haftungsregimes für Plattformbetreiber einzusetzen. Ein einheitliches Haftungsregime für Rechtsverletzungen im Internet ist eine vorrangig europäische Aufgabe. Gerade die aktuellen Konsultationsprozesse der Europäischen Kommission zur Haftung von Plattformbetreibern und Intermediären sind eine gute Gelegenheit, sich hier aktiv einzubringen. Klar ist, dass wir in Zukunft auch innovative und vor allem wirksame Ansätze brauchen, um auf die rasante Entwicklung unterschiedlicher Dienste und Geschäftsmodelle reagieren zu können. Wie die Situation bei der Bekämpfung illegaler Plattformen gelingen kann, dazu listen wir im Entschließungsantrag 7 für uns wichtige Punkte auf. Exemplarisch möchte ich auf das Prinzip Follow the Money hinweisen. Wenn wir es schaffen, Geldströme auszutrocknen, indem solche Plattformen legal keine Werbeeinnahmen generieren können, gehen wir direkt an die Wurzel der illegalen Geschäftsmodelle. Und noch zu einem dritten Themenkomplex. Der Bundesrat hat in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf eine Ergänzung zu § 14 Telemediengesetz angeregt, um die Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten zu verbessern.
Wir teilen die Position des Bundesrates ausdrücklich. Daher fordern wir die Bundesregierung in unserem Entschließungsantrag auf, bis Ende des Jahres eine umfassende Erhebung zu Verletzungen des Persönlichkeitsrechts und des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs durchzuführen und deren Ergebnisse vorzulegen. Falls sich aus den Ergebnissen der Erhebung ein Rechtsetzungsbedarf ergibt, soll dieser noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, mit der vorliegenden Änderung des Telemediengesetzes entwickeln wir den Digitalstandort Deutschland ein ganz enormes Stück weiter. Wir werden die positiven Auswirkungen in Bälde sehen und ich bitte Sie daher um Zustimmung. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Christian Fliesek für die SPD.